Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Pterodactyl. In diesem installieren wir uns Winx. Winx ist der neue Daemon und gibt es seit Version 1.0 des Panels und ist dementsprechend jetzt dafür zuständig, unsere Game-Server auf unseren richtigen Servern zu starten. Winx stellt also hiermit die Verbindung zwischen Pterodactyl Panel und unserem eigentlichen Server her, um dementsprechend dort alles steuern zu können. Wie gesagt, das Ganze gibt es jetzt, seitdem das Panel dann in der offiziellen Version 1 erschienen ist und hat den Daemon damit abgelöst. Dementsprechend ist das Video, was aber weiterhin online bleibt, von mir mit der Daemon-Installation alt und gilt nicht mehr. In diesen Version möchte ich dir zeigen, wie du die Winx auf deinen Server drauf bekommst. Von vorne weg, Winx funktioniert nicht auf diversen Virtualisierungsumgebungen. Wenn du zum Beispiel Virtuoso, OpenVZ oder gar LXC als Virtualisierungssystem verwendest oder bei einem V-Server-Anbieter bist, der eben dies verwendet, dann kannst du dort nicht die Winx installieren. Du wirst zwar die Installation hinbekommen, du kannst allerdings dann nachher den Server nicht erreichen und dementsprechend keine Game-Server darauf installieren. Von daher guck nach, was dein V-Server-Anbieter als Virtualisierungssoftware einsetzt. Hier in meinem Fall mache ich das Ganze mit VMware, also mein virtueller Server läuft auf einer VMware-Basis. Damit funktioniert das Ganze einwandfrei. Warum klappt das nicht? Bei den anderen Virtualisierungssystemen funktioniert Docker nicht hundertprozentig. Pterodactyl benutzt mit Winx eben Docker, denn darin werden die Game-Server gestartet. Da Docker nicht gescheit darin funktioniert, können die Game-Server dort drin nicht gestartet werden. Ergo, wir können es dort gleich vergessen. In diesem Video werden wir also Winx installieren und in unser Pterodactyl Panel nachher einbinden. Wichtig dazu, da ja hier nachher die Game Server installiert werden, sollte dein Server, den du verwendest, auch ordentlich Leistung haben, damit auch deine Game Server korrekt darauf laufen. Ich kann dir jetzt hier keine Vorgaben machen, wie gut dein Server sein muss, das musst du selber wissen. Ich setze das Ganze hier mit Debian 10 um. Mit den aktuellsten Betriebssystemen sollte die Installation sauber funktionieren. Ich habe ja auch schon mal hier eine lange und ausführliche Anleitung auf meiner Homepage zusammengeschrieben mit allen Befehlen, die du jetzt brauchst, inklusive auch natürlich den für die Installation des Panels. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Rufe die Webseite auf, denn ich habe hier alle Befehle niedergeschrieben, die du brauchst. Ich kann nicht alle in die Videobeschreibung packen, weil wir hier zum Teil Befehle drin haben, die einfach nicht in die Videobeschreibung reingehen. Wir gehen hier einfach weiter runter und dann finden wir hier irgendwo hier die Installationsanleitung der Winx. Wir müssen hier nur ein paar Befehle abschicken und schon haben wir die Winx installiert. Das Ganze kannst du problemlos so oft wiederholen, so viele Hostmaschinen du eben zur Verfügung hast, wo Game Server oder Voice Server drauf installiert werden können. Wir gehen hin und schalten uns auf unser System auf. Sprich, hier gehe ich einfach hin, öffne mir hier ein Terminal-Fenster, da ich das Ganze hier auf Linux Mint mache und dementsprechend das Ganze hier direkt aufrufen kann übers Terminal. Du kannst es zum Beispiel, wenn du unter Windows unterwegs bist, mit PuTTY machen. Ich gehe hin und logge mich auf einem meinen Server ein. So, wir haben denselben Aufbau wie auch damals bei der Erstellung des Tutorial-Videos zu dem Panel. Damit wir das Ganze installieren können, brauche ich die Root-Rechte. Also noch kurz su minus, dann noch das Passwort und schon habe ich die Root-Rechte hier jetzt mit Debian 10. Bevor wir beginnen, sorgen wir natürlich mal noch dafür, dass unser System aktuell ist. Also apt-update und apt-upgrade, Befehl abschicken. Und ja, das System ist aktuell. Ein Paket ist momentan zu viel drauf, aber das macht jetzt momentan mal nichts. Was müssen wir jetzt tun? Eigentlich nur noch die Befehle, so wie sie auf meiner Homepage sind, abschicken. Wir gehen also hin und installieren uns als allererstes einmal Docker. Sprich, den Befehl hier kopieren, einfach ins Terminal einfügen und abschicken. Je nachdem, wie schnell dein System ist, kann das einen kleinen Moment Zeit in Anspruch nehmen. Gib kurz deinem Server die Zeit, um Docker zu installieren. Wunderbar, ist durch. Bei mir hat es jetzt 15 Sekunden oder so gedauert. Als nächstes gehen wir hin und schieben Docker noch in den Autostart, damit eben Docker automatisch bei Systemstart unseres Hauptsystems gestartet wird und dementsprechend, wenn wir Glück haben, auch die Game-Server, die damals liefen, auch wieder automatisch gestartet werden. Also kopieren wir hier den Befehl, schicken den einfach ab und schon haben wir Docker im Autostart. Weiter machen wir mit der Installation der Winx. Dazu erstellen wir einen neuen Ordner, den wir Pterodactyl nennen, im Ordner etc. Also mkdir, einfach hier einmal abschicken und schon haben wir eben einen Ordner Pterodactyl im Ordner etc. erstellt. Als nächstes laden wir die aktuelle Version von Winx herunter.
Ich habe hier auch schon den richtigen Link reingeschrieben, der automatisch hier die neueste Version herunterlädt. Deswegen steht hier dieses Latest. Du musst also einfach nur den gesamten Link hier abkopieren und abschicken. Wir laden außerdem die Datei automatisch in den Ordner USR, Local, Bin und dann Wings. Somit können wir die Wings überall vom System aus mit dem Befehl Wings aufrufen. Also das Ganze hier kopieren und einfach abschicken. Geht ganz zügig, weil es ist nicht viel. Und schon haben wir die Wings eben heruntergeladen in den Ordner USR, Local, Bin und dann hier eben in Wings. Beziehungsweise wir haben es direkt Wings benannt. Als nächstes müssen wir das Ganze noch ausführbar machen. Deswegen den Befehl hier. Abschicken. Und schon haben wir die Wings ausführbar gemacht. Als nächstes müssen wir eine Konfiguration in unserem System selbst erstellen, also im Panel. Dazu gehen wir hin und rufen das Panel auf. Ich habe jetzt hier eben schon die frische Installation von Pterodactyl. Wir gehen dann hier oben hin in die Einstellungen. Und wir sehen auch, ich habe jetzt hier die Version 1.2.1 installiert. Wir gehen dann hin, gehen hier erst einmal auf Locations und legen uns eine neue Location an. Dazu gehen wir hier auf Create New und geben dem ganzen Ding einfach einen Namen. Hier könnt ihr jetzt so kreativ sein, wie ihr wollt. Ich gehe zum Beispiel hin und unterteile hier nach zum Beispiel Land oder allgemeine Region. Wenn ich zum Beispiel nur Server in Deutschland habe, dann habe ich zum Beispiel mal eine Region Frankfurt, eine Region Nürnberg, Düsseldorf, Köln, Berlin oder was auch immer. Kann es dementsprechend etwas unterteilen. Wenn ich dann in den verschiedenen Locations eben auch mehrere Server habe, kann ich die hier besser sortieren. Ich mache jetzt hier einfach mal DE für Deutschland und nenne das Ganze Home Server, weil ich das Ganze jetzt hier von zu Hause aus betreibe. Descriptions, meine Home Server, wie auch immer. Hier könnt ihr angeben, was ihr wollt. Das sieht dann nachher nur der Admin, der hier das Ganze dann besser zuordnen kann. Wir gehen dann auf Create und haben eine Location erstellt. Ihr könnt das auch im Nachgang nochmal ändern, wenn ihr möchtet. Dann gehen wir hier links auf Nodes und erstellen hier einen neuen Node. Wir müssen dann hier ein paar Informationen über den Server angeben, damit Pterodactyl weiß, mit was es hier zu tun hat. Als Name können wir hier zum Beispiel mal Tutorial angeben. Als Beschreibung Tutorial Server. Location können wir hier dann auswählen. Ich habe jetzt hier nur DE Home Server, deswegen passt das. Und dann müssen wir hier unten die Verbindungen angeben. Zum einen haben wir hier die Möglichkeit, das umzuschalten zwischen Public und Private. Ich lasse das jetzt hier mal auf Public. Und dann müssen wir hier den FQDN angeben, also eine Domain, die wir auf dem Server aufgeschalten haben. Das sollten wir auf jeden Fall machen, wenn wir eben die Wings auf einer anderen Maschine installiert haben, als auf der, wo unser Panel drauf läuft. Und diese nicht zum Beispiel via VPN miteinander verbunden sind oder sich im selben Heimnetzwerk befinden. Gehen wir also den Weg übers Internet, sollten wir hier eine Domain angeben, denn das Ganze sollte dann nachher via SSL abgesichert werden, dass die Zugangsdaten nicht frei übers Internet wandern. Das werden wir jetzt gleich noch tun. Wir werden unseren Server noch gleich mit einem SSL-Zertifikat ausstatten. Deswegen kann ich jetzt hier schon mal die Domain eingeben. Und das wäre jetzt bei mir zum Beispiel wings.hurli.net. Betreibt ihr das Ganze bei euch privat im Netzwerk zu Hause, könnt ihr hier direkt die IP-Adresse des Servers eintragen. Im nächsten Schritt müssen wir hier noch die Verschlüsselung angeben, ob wir die nutzen möchten oder nicht. Wir machen das Ganze ja hier übers Internet, weil ich zum Beispiel mein Panel auf einem sehr kleinen Server betreibe und der nicht viel Leistung hat und meine Game-Server, also die Wings-Installation auf einem sehr potenten Server installiert habe, der eben dann auch viel aushält. Allerdings steht der eben woanders. Wenn ihr das Ganze übers private Heimnetzwerk macht, dann müsst ihr hier den Punkt dann auf Use HTTP Connection setzen. Dann wird das Ganze nämlich nicht verschlüsselt und dementsprechend müsst ihr hier oben dann die IP-Adresse eures Wings-Servers angeben. Falls ihr eine Proxy nutzt, könnt ihr das Ganze hier noch einstellen. Ich benutze keine. Zur rechten Seite müssen wir jetzt noch ein paar Informationen über den Server selbst angeben. Zum einen haben wir hier die Möglichkeit anzugeben, wie viel Arbeitsspeicher der Server hat. Ich habe jetzt dem Server momentan 8 GB Arbeitsspeicher zugeordnet. Wir lassen noch ein paar MB fürs System übrig. Deswegen sage ich, ich habe jetzt hier wirklich 8000 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Ich könnte angeben, ob ich das Ganze überprovisionieren möchte, also mehr Arbeitsspeicher vergeben kann, als ich eigentlich zur Verfügung habe. Das ist immer sehr gefährlich. Deswegen trage ich hier 0 ein. Als nächstes
haben wir hier noch die Festplattengröße. Wie viel Festplattenspeicher habe ich also auf dem Server zur Verfügung? Ich habe jetzt dem nur kurz 20 GB gegeben, das reicht zum Testen, also trage ich hier 20.000 ein, also 20.000 MB Festplattenspeicher. Ich möchte auch das nicht überprovisionieren, deswegen trage ich hier 0 ein. Die Überprovisionierung hat einfach den Hintergrund, dass ich zum Beispiel mehrere Server draufpacken kann, die alle zum Beispiel 1 GB Speicherplatz oder Arbeitsspeicher haben, das aber im laufenden Betrieb nie wirklich ausnutzen. Dementsprechend kann ich auch den Server wirklich proppevoll packen, wenn ich möchte. Ist aber nie eine gute Idee, wenn dann wirklich mal einer hingeht und seinen Server vollrammelt mit allem, was geht, dann stürzt nämlich eventuell dein Hauptsystem ab, weil kein Speicherplatz mehr da ist. Zu guter Letzt muss ich hier noch die Ports angeben, die verwendet werden sollen, um eben eine Verbindung mit dem Wings aufnehmen zu können. Standardgemäß läuft das Ganze über den Port 8080 und 2022. Diese müssen auch dann in der Firewall freigegeben werden auf deinem Wings-Server, damit eben das Panel Kontakt aufnehmen kann. Wir gehen dann hin und drücken hier auf Create Node. Als nächstes werden wir hier noch auf die Allocation-Seite weitergeleitet. Hier müssen wir einmal bestimmen, wie viele Ports wir zur Verfügung stellen. Als erstes können wir hier die IP-Adresse des Servers angeben. Ich mache jetzt hier zum Beispiel einfach mal die interne IP-Adresse, dann kann ich hier auch etwas testen von meinem Server. Kann dann hier ein Alias angeben, zum Beispiel Home Server, und kann dann hier unten Ports angeben, die ich dann freigeben möchte. Ich kann dann zum Beispiel direkt eine Range angeben, die ich dann auch in meiner Firewall freischalten kann, die dann exklusiv für die Game Server gedacht sind. Ich kann hier zum Beispiel angeben von Port 1337 bis Port, also machen wir mal nicht ganz so viel, 1350 oder so. Wir trennen das Ganze hier mit einem Minus, dann kriege ich hier das Ganze zur Auswahl, kann das anklicken. Drücke hier auf Submit und dann hat er hier mir alle Ports nun aufgelistet. Die kann ich jetzt alle hier für Game Server eben benutzen. Nun gehen wir hin, gehen hier auf Konfiguration und dann erhalten wir hier die Konfiguration, die wir nun auf unserem Wings Server hinterlegen müssen. Dazu gehen wir wieder hin, gehen zurück auf meine Anleitung, scrollen dann hier etwas runter, haben dann hier direkt schon den Befehl. Die Konfiguration legen wir jetzt gleich an, gehen wir wieder zurück in die SSH-Sitzung, fügen das Ganze hier ein, drücken Enter und fügen hier dann jetzt die Konfiguration aus dem Panel ein. Also das Ganze hier kopieren und hier einfügen. Wir haben jetzt hier noch kein Let's Encrypt-Zertifikat, das werden wir jetzt gleich noch nachholen. Deswegen speichern wir das Ganze kurz mal ab und installieren jetzt noch kurz eben den Zertbot, um ein Let's Encrypt-Zertifikat ausstellen zu können. Dazu gehen wir hin, scrollen hier einfach mal ein bisschen hoch, denn hier haben wir den Befehl zur Installation des Zertbots, den haben wir ja fürs Panel schon gebraucht. Das Ganze kopieren wir jetzt einfach nochmal ab, fügen das Ganze hier noch ein und stellen nun ein neues Zertifikat aus. Also Zertbot Zert Only -D für Domain dann und wir haben ja hier die Domain wings.early.net. Drücken Enter, er soll das Ganze selbst machen, also hier die Nummer 2, denn ich habe hier keinen Nginx-Server drauf. Eine E-Mail-Adresse, wings@early.net beispielsweise. Abschicken, Lizenz zustimmen, ja leider. Bei Mails wollen wir keine, nö. Und dann wird das Zertifikat ausgestellt. Gut, machen wir es doch mal über Nginx, vielleicht kriegt das dann besser hin. Gut, damit wäre das Zertifikat dann auch ausgestellt. Das haben wir jetzt hier. Und jetzt müssen wir nur noch mal hingehen in die Konfiguration. Und hier eben gucken, dass wir hier auch wirklich den korrekten Pfad drin haben. Normalerweise sollte das auch stimmen, wenn ihr eben Let's Encrypt verwendet. Aber falls ihr ein eigenes Zertifikat haben solltet, dann müsst ihr eben hier den Pfad gegebenenfalls nochmal anpassen. Wir können dann hingehen und Wings starten. Dazu können wir hier wieder auf meine Homepage, gehen wir nochmal ein bisschen runter. Und dann haben wir hier eben den Befehl, um Wings einmal im Debug-Modus zu starten. Das hat den Vorteil, dass wir dann direkt sehen, falls Fehler auftreten sollten und dann können wir diese auch direkt beheben. Wenn wir das Ganze nur direkt so normal starten, sehen wir keine Fehler und müssten dann die Logs aufrufen. Dementsprechend, das ist so etwas angenehmer. Also schicken wir hier den Befehl ab und wir sehen auch hier, schon mal den ersten Fehler. Das ist nämlich jetzt der erste Fehler, den ich hier in meinem
Heimnetzwerk eben habe. Ich habe jetzt hier den Port 443, also für HTTPS, schon mal verwendet für eben jetzt die Zertifikatsausstellung via Let's Encrypt für eben meinen Game-Server. Ich habe das Ganze jetzt nochmal umgestellt, probiere das Ganze nochmal und siehe da, Wings startet. Das ist halt so ein bisschen die Herausforderung, wenn man alles von zu Hause aus macht. Aber wir haben jetzt hier Wings gestartet. Wir sehen jetzt hier keine Fehlermeldung mehr. Und wir sehen auch hier unten in den Logs, wir haben hier den Webserver, der jetzt über Port 8080 geht und eben den SFTP-Server, der jetzt hier auf dem Port 2022 hört. Wir können dann zurückgehen in unser Panel und hier einmal auf die Nodes draufdrücken. Und jetzt sehen wir auch hier, unser Node ist verfügbar. Wir haben jetzt hier ein grün pochendes Herzchen. Wer das Ganze jetzt hier in Rot, kann dann keine Verbindung aufbauen zu deinem Server. Wichtig auch hier, was erst bei mir aufgefallen ist, dass es erstmal nicht funktionierte. Das Ganze hier mit dem Gucken, ob der Node verfügbar ist, wird von deinem lokalen System aus geprüft. Also von dem System aus, wo hier der Webbrowser gerade geöffnet ist. Wenn hier zum Beispiel Skripte unterbunden werden, um einen Aufruf zu testen zu deinem Node, dann wird auch hier das Herzchen in Rot dargestellt. Wir sehen auch hier zur linken Seite, wir haben hier eine grüne SSL-Verbindung, also ist alles verschlüsselt und der Server ist public. So, die Installation an sich ist jetzt erstmal durch, doch was jetzt noch fehlt, ist eben der Autostart für Wings. Wir haben ja am Anfang nur Docker in Autostart reingeschoben, jetzt müssen wir noch Wings in Autostart reinschieben, dass eben unsere Game-Server hier auch wirklich gestartet werden und nach einem Hauptsystem-Neustart der Server auch hier wieder im Pterodactyl zur Verfügung steht. Dazu wieder zurück auf meine Homepage. Und dann müssen wir hier nur noch kurz eine Service-Datei erstellen. Deswegen kopieren wir hier einfach den Befehl. Wir rufen Editor Nano auf und legen die Datei wings.service im Ordner etc systemd und dann system an. Wir gehen hin, drücken hier einmal STRG und C, um Wings zu beenden und rufen dann hier einmal die Datei eben auf. Die ist jetzt momentan noch leer. Deswegen legen wir hier eine neue Datei an und fügen hier einfach den Inhalt ein, den ich hier aufgelistet habe, also das Ganze kopieren, einfügen, speichern. Ja, wunderbar. Und jetzt können wir hier Wings eben noch im Autostart aktivieren, als auch gleichzeitig starten. Deswegen einfach den Befehl hier noch kopieren und abschicken. Wir können dann zurück ins Panel gucken. Laden wir hier mal neu. Jawohl. Steht zur Verfügung der Server. Wir können jetzt hingehen und über Servers eben dann einen neuen Server anlegen, können dann hier eben bei Node unseren Node auswählen, hier eben ein Tutorial-Server, sehen dann hier die IP-Adressen davon, können hier dann eben die Ports auswählen, die genutzt werden sollen, können hier dann noch weitere hinzufügen, wenn wir möchten und können dann hier Limitierungen noch einfügen für Speicher und Co. und können dann hier unten eben unser Spiel- oder Voice-Server auswählen. Damit werden wir auch mit der Installation von Wings komplett durch. Ich hoffe, das Video hier hat geholfen, hat gefallen. Wie gesagt, alle Befehle, die du brauchst, inklusive ausführlicher Anleitung, findest du auf meiner Homepage. Klick dort also mal vorbei. Wenn noch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Wenn ihr Probleme habt, wendet euch an die Entwickler. Die können euch dort gerne weiterhelfen und die können auch eventuell dann Probleme beheben. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Ausstatten eurer Server mit den Wings und haut rein.